Live-Sport. Guten Abend, liebe Zuschauer. Ein weiterer Abend mit Squash Interclub Nationalliga A. Heute auf dem Programm die Squash-Begegnung zwischen Pilatus Kriens gegen Vaduz 1. Zwei Teams gegeneinander, Kommentatorentisch, ein Zweierteam miteinander. Bei mir ist wie immer der Fachkommentator Dominik Penkow. Dominik, was erwartet uns heute für ein Spiel? Guten Abend, danke vielmals Peter. Ja, das Spiel zwischen dem sechstplatzierten Pilatus und dem zweitplatzierten Vaduz verspricht Spannung. Und vor allem, wenn man die Tabellensituation anschaut, könnte man da auf eine andere Favoritenrolle schliessen, als wir es jetzt haben. Wir sehen hier gerade die vier Begegnungen, die heute ausgetragen werden, gerade eingeblendet. Kurz vielleicht zur Erklärung, es spielen jeweils die beiden 1, 2, 3 und 4 von beiden Teams gegeneinander und am Schluss gibt es eine Abrechnung. Und wir haben zwei Spiele, die wir live zeigen. Das sind die beiden mit dem TV auf der Seite. Das ist der Patrick Miescher und der Jens Schor. Das ist das erste Spiel, das wir sehen. Und der Benjamin Fischer gegen den Roger Baumann. Was uns auch gefällt, wenn man jetzt Vaduz Aufstellung anschaut, dann sieht man, dass die nicht in Bestbesetzung antreten. Die beiden Mannschaften haben ja in der Hinrunde schon die erste Begegnung gegeneinander absolviert. Und dort auf Position 2 von Vaduz hat nicht der Roger Baumann, sondern der Davide Bianchetti, seines Zeichens ehemaliger Weltklassespieler, gespielt. Er wäre auch für heute Abend vorgesehen gewesen. Es ist jedoch so, dass er kurzfristig ausfällt durch eine Verletzung. Und darum der Roger Baumann seinen Platz einnimmt. Und man sieht jetzt sehr schön, dass das ganze Team eins aufrückt. Und du da es ganz andere Begegnungen gibt. Ganz ein anderes Vorzeichen. Vielleicht, wenn wir mal kurz die Ranglisten anschauen, jetzt vor dem Spiel. Wir sind ja, es ist ja immer das letzte Spiel von der Runde, das wir übertragen. Somit haben alle anderen Teams 10 Spiele. Und wir sehen, Vaduz ist an zweiter Stelle. Von dort her eigentlich klar favorisiert. Ist klar zu favorisieren. Man sieht auch, dass sie eigentlich noch keine Begegnung verloren haben. Aber, und das ist das grosse Aber, Pilatus Kriens mit 16 Punkten ist nicht so weit weg von Vaduz. Es sind nur 4 Punkte Unterschied. Und durch das, dass eben Vaduz nicht in Bestbesetzung antritt und ihr Nummer 2 ausfällt, sehe ich da die Vorzeichen eher auf Seite von Pilatus Kriens. Also Pilatus Kriens kann noch ein bisschen profitieren unter Umständen, dass sie jetzt wieder näher an den ominösen vierten Platz kommen. Vielleicht, dass wir das auch kurz erklären. Die ersten vier Teams haben am Ende der Saison ein Playoff und spielen eigentlich dann um den Clubmeistertitel von der Saison 15-16. Genau, und die vier Plätze, die sind hart umkämpft. Man sieht, einzig GC hat sich da ein bisschen absetzen, aber sonst vom zweiten bis zum siebten Platz, das sind 4 Punkte. Das ist nichts in einer ganzen Rückrunde, die noch aussteht. Und wir wollen es nicht verschreien, es soll jetzt erst gespielt werden. Wir sagen, der Pilatus hat leichte Vorteile, aber sollte Pilatus da 3 Punkte mitnehmen können, die machen dann Gump gerade auf dem Playoff-Platz. Okay, gut. Die beiden Spieler vom ersten Spiel sind am Einspielen. Das ist der Patrick Miescher, er ist Nummer 3 von der Schweiz gegen den Jens Schor. Was wissen wir über den Jens Schor? Der Jens Schor, er ist auch Nummer 3, allerdings nicht von der Schweiz, sondern von Deutschland. Er verstärkt Vaduz in dieser Saison und ist sicher eine grosse Verstärkung. Darum spielt er auch an Position 1. Er ist 28 und hat schon zu relativ grossen Erfolg oder hat schon grosse Erfolg können feiern auf der Profitour. Er ist ein Profi, gehört zu den 70 Besten der Welt, ist im Moment das 62. der Welt. Hat wie gesagt einige Turniere können gewinnen. Insgesamt sind es bereits 10 Turniersiege auf der Profitour. Und hat auch als Mitglied von der Herren-Nationalmannschaft in Deutschland für Furore gesorgt. Hat an zahlreichen Weltmeisterschaften teilgenommen und auch 4-mal hintereinander Team-Europameisterschafts-Bronze geholt. Das ist der Spieler im grauen T-Shirt. Der Spieler im weißen T-Shirt ist, wie gesagt, der Spieler von Kriens, der Patrick Fischer. Mischer. Für uns natürlich mal noch. Nicht der Patrick Miescher, sorry, wir haben heute viel Patrick. Für uns natürlich spannend, Nummer 3 gegen Nummer 3 von jedem Land. Jetzt wollen wir wissen, wo das Niveau höher ist. Oder? Ja, wir haben da eigentlich einen Deutschland-Schweiz-Vergleich. Man muss aber da vielleicht ein paar Korrekturen anbringen. Der Vergleich ist nicht ganz fair, weil Patrick Miescher hat zwar auch eine Profilizenz, ist auch 170 von der Welt, studiert aber nebenbei und bezeichnet sich selber nicht als Profisportler. Das gibt natürlich am Jens Schor, seinem Gegner, einen grossen Vorteil, der das Ganze dann auch stundenmässig auf einem ganz anderen Niveau betreiben kann. Die Spieler machen jetzt kurz aus, wer den Anschlag wird haben im ersten Satz und gehen nochmal kurz raus
um sich noch mal kurz zu fassen und dann sollte das Spiel anfangen. Wenn man die Statistik schaut, die zwei sind sich schon häufiger gegenübergestanden. Gerade in der Hinrunde, das ist etwa ein halbes Jahr her, nicht ganz, da hat die Jens Schor auch gegen den Patrick Miesch gespielt. Und das ist eine relativ klare Angelegenheit vom Resultat her. Schor gewinnt dort mit 3-0 in den Sätzen. Im Gesamt Head-to-Head führt er schon ebenfalls mit 2-0. Also für den Mischer wird es wahrscheinlich schwierig heute Abend. Aber wir werden sehen, was das Spiel bringt. Der Jens Schor wieder im Court. Wie gesagt, die Runde ist jetzt fertig. Das ist die erste Runde in der Rückrunde. Also kann man jetzt schon ein bisschen davon sagen, grundsätzlich, wie etwa die Richtung sein sollte. Alle Mannschaften haben mal gegeneinander gespielt. Ja, kann man. Es ist aber, wie gesagt, gerade bei dieser engen Tabellenausgangslage mehr ein Indiz. Vor allem, wenn man sieht, die beiden Mannschaften sind sich gegenübergestanden und Vaduz hat 14-0 gewonnen. Und heute, wenn man die Aufstellung anschaut, könnte es einen Sieg für Pilatus geben. Also, da kann noch viel gemistet werden und da ist noch einiges, was von uns wartet. Also, Aufschlag Jens Schor. 0-0. Auch der Match geht auf 3 Gewinnsätze, also Best of 5. Wer zuerst 3 Sätze heimbringt, gewinnt der erste Match fürs Team. Die Aufnahme jetzt hier mit der Hinter-Court-Kamera. Natürlich ganz interessant, wie man den Spieler auch in Gesichter sieht. Das war der erste Punkt. Der Ball war tief. Eine kurze Verunsicherung. Schiedsrichter sagt, er hätte den Ball gut gesehen. Ich ehrlich gesagt auch. Was macht es? Schor wird der Punkt bekommen, führt mit 1-0. Oder haben sie da Wiederholung gespielt? Es gibt so oft, dass ein Spieler sagt, fair, du, man hat es wirklich nicht sauber gesehen. Ja. Dann wir den Punkt lieber wiederholen, anstatt dass wir da schon beim ersten Punkt einander so drauf gehen. Vielleicht noch zum Platz, das ist ja ein Vierwand-Glascourt. Wer es schon mal als Quast gespielt hat, weiss. Häufiger und viel verbreiteter sind die Plätze, wo nur hinten Glas ist und auf der Seite Beton und auch vorne. Der Jens Schor hat selber gesagt, dass er noch nie auf dem Platz gespielt hat. Den Mischer haben wir ja vor wenigen Wochen schon können auf dem Platz spielen gesehen. Vielleicht ist das ein Vorteil, den der Mischer probiert auszunutzen, vor allem am Anfang. Das allerdings beweist gerade, wie der Schor den Court selber schon am Ausmessen ist. Wunderschöner Punkt. Das gibt eine Wiederholung, sogenanntes Led. Es hat eine Behinderung zwischen den beiden Spielern. Das heisst, der Mischer hätte den Ball. Der Schor hätte den Ball, der Schor hätte den Ball erreichen können. Ja, der Mischer ist aber im Weg gestanden, es ist aber niemandem Schuld zuzuweisen, darum gibt es eine Wiederholung. Schön gespielt von Mischer, der Ball tight. Schor probiert aus der Luft ein Volley zu spielen, aber weil der Ball so schön an der Wand klebt, ist es sehr schwierig, den wieder frei zu bekommen. Schor startet das Spürli aggressiver. Ja, und man sieht, er probiert da ganz klar Kontrolle zu übernehmen, aber kontrollierte Kontrolle. Also er geht da nicht voll aufs Tempo, sondern er will da sauber aufbauen, auch kontrolliert mit den Schlägen, nicht wahnsinnig hart. Er will da präzise spielen, macht dann den nächsten Punkt, geht mit 3-1 in Führung. Wie gesagt, die beiden Spieler sind sich schon häufiger gegenüber gestanden. Es ist also nicht das Abtasten, weil man sich nicht kennt, sondern mehr ein Rhythmus finden, wie das in jedem Spiel der Fall ist. Und der Schor dominiert auch jetzt in diesem Ballwechsel die sogenannte T-Position, wo sich die waagrechte und verteilt den Ball.
so wie er es will. Nicht treffen und kann dann die Ball verteilen und der Mischung muss mehr arbeiten. Hat weniger Zeit. Ja, klassisch. Schön gespielt vom Schor. Macht die Tür zu, nimmt den Ball aus der Luft. Weiss natürlich, dass der Mischer hinter ihm ist. Und gar nicht sieht im ersten Augenblick, wo er überhaupt kommt. Der Ball war zu tief. Schor ist wieder vor dem Mischer am Ball, könnte den Ball aus der Luft nehmen, hat aber ein bisschen zu fest das Lätli die untere Linie angegriffen. Wenn der Ball dort auftrifft, dann ist es Fehler. Und das geht mir ja vor allem gut, weil das Lätli nicht gerade ist, sondern hat einen Winkel. Unter das springt der Ball immer eigentlich ein bisschen anders ab. Und so sieht man, ob er wirklich auf der Latte ist oder ob er noch oben dran ist. Genau. Und zusätzlich gibt es auch ein akustisches Signal. Also man hört, dass der Ball ganz anders tönt, wenn er auf Blech trifft, als wenn er auf Glas aufspringt. Da hat er nicht gut gelassen. Ja, aber Mischer ist unter Druck. Gut auf der Beine, hat den Ball gut geholt. Schöner Ballwechsel, man sieht, Mischer kann eigentlich gut mitheben. Aber dann, wenn es in die entscheidende Phase kommt, oder wenn die entscheidenden Angriffe kommen vom Schor, hat es bis jetzt noch nicht wirklich gelangt für viele Punkte. Oh, sehr schön vom Schor, der Ball nicht wahnsinnig kurz, aber wieder sehr tight, eng an der Wand anliegend. Ich denke, der Schor kann fast noch ein bisschen kontrollierter spielen. Der Mischer muss mehr hinten reinlaufen, ist eher ein Mühe ein bisschen zu spät, ja. Was der Schor eigentlich immer ein bisschen Mühe voraus ist. Ja. Der Schor könnte sicher noch ein höheres Tempo spielen, aber ist auch jetzt am Agieren, kontrolliert das sauber. Und wie du gesagt hast, der Mischer ist ein bisschen mehr am Reagieren. Es ist nicht viel, wenn man es jetzt anschaut, aber es langt, dass es irgendwann ein Schritt spät ist und der Ball zweimal am Boden geht. Da verlangt der Schor ein Lied. Er hätte den Ball locker erreichen können, aber Mischer ist ihm im Weg gestanden, so mit der Wiederholung vom Ball. Also das gibt noch keinen Punkt. Schöner Angriff von Schor. Das Feld jetzt immer wieder mal aufmacht. Und er steht hinter ihm, er hat ihn schön hinter sich gebracht. Das ist einfach genau die Erfahrung, die man da sieht. Nicht, dass der Mischer die Erfahrung nicht hätte, aber so konzipiert man einen Ballwechsel. Man probiert den Gegner wegzusperren, hinter einem zu bringen und kann dann relativ risikofrei den Ball kurz ablegen. Punkt. Aber könnt ihr nicht auch ein Lied verlangen, weil ihr sagt, wenn ich gerade vorher gegangen wäre, hätte ich den Ball noch erreicht? Ja gut, der schlagende Spieler darf sich natürlich so viel Platz nehmen, wie angemessen ist. Und wenn der Mischer jetzt gute Reaktion zeigt, wenn jetzt der Mischer zu früh gegen Führer würde antizipieren, müsste er ja am Schor vorbei und das würde er schon sehen und dann würde er den Ball einfach hinterher schicken. Also, ja. Wenn man mal in dieser unbequemen Situation ist, dass der Gegner vor einem agiert. Platz nimmt und kann sich auswählen, wo er hinspielen will, dann kann man eigentlich nicht viel machen als hoffen, dass vielleicht der Ball nicht ganz so gut ist und einfach sehr gut parat stehen und sich aus dem T raus katapultieren und auf den Ball gehen. Probieren, den Ball zu holen. Spielstand 6-3 für Schor. Der hat jetzt gerade den Ball zu tief gespielt. Somit ist es 6-4 für den Schor aus Sicht von Schor. Aufschlag jetzt Mischer, weil er den letzten Punkt gemacht hat. Es steht immer der auf, der den Punkt gemacht hat. Oh, das ist der Ball sehr schön abgelegt. Rollt nur noch gerade zum Ecken aus. Rollt aber eben erst beim zweiten Aufsprung. Der erste Aufsprung ist sehr kurz. Der Schor hat jetzt probiert, den Ball möglichst schnell zweimal hintereinander am Boden zu bringen. Und dann der zweite Aufsprung, wenn ich das Nick, den Winkel zwischen Boden und Seitenwand trifft, ist das perfekt ausgeführt. Wie gut kann ein Spieler das zielen, dass das in das Nick hineingeht? Ja, die guten Spieler können das sehr gut.
Man sieht relativ schnell, ob ein Spieler sozusagen aufs Nick geht, wie man sagt, also ob er das sucht, wie jetzt. Ja. Und wenn er es eben nicht trifft, das hat man jetzt auch gerade gesehen, dann springt der Ball noch relativ weit auf. Also es ist immer auch mit dem Risiko verbunden, wenn man wirklich das Nick sucht, den Winkel. Wenn man ihn trifft, ist Punkt. Wenn man ihn nicht trifft, geht man aber das Risiko ein, dass der Ball relativ weit zurückspringt. Spielstand 8 zu 4. Der ist jetzt wieder auf das Lättli gegangen. Das ist genau das, was du vorher angesprochen hast. Wenn man sieht, die Schräge, der Ball springt auf. Punkt für den Mischer. Ah, jetzt hat... Wahnsinn! Sehr gut gemacht vom Schuss. Hat quasi zweimal können schlagen. Unglücklich für den Miescher. Der Ball verspringt, ist sicher nicht so geplant vom Schor. Gibt dem Miescher eigentlich eine Chance, den Ball anzufangen, verwischt ihn aber vom falschen Fuß. Spielstand 9-5. Jeder Satz geht auf 11 Punkte. Das heisst, sollte der Schor den Punkt machen, ist er vor dem ersten Satzball. Schön streckt vom Mischer, der jetzt aber schnell zurück muss in die Mitte. Befreit sich da gut, schöner Ball. Und man kann sehen, wie jetzt der Ballwechsel wieder beruhigt hat. Lob, die hohen Bälle, das ist das klassische Mittel zum Unterdruck. Probieren, das Momentum zu drehen und sich zu befreien. Weil für den Gegner, wenn der Lob schön kommt, ist es auch nicht angenehm, die hinten direkt vor der Wand wegzuspielen. Nein, und vor allem auch, wenn der Ball so langsam und ohne Druck in der Luft steht, da hat sich der Schor selber abgeschossen, also mit dem Schläger. Mit dem Punkt am Mischer. Weil er so im Ball hineingestanden ist, dass der Mischer gar nicht können spielen konnte. Ja, aber ich glaube, der Ball ist sogar von seinem eigenen Schläger nach dem Schlag ist komisch angesprungen. Okay. Aber es wäre auch so ein Ballon sein. Das ist richtig gesagt. Nein, wenn man den Rhythmus bricht mit dem A. Schön vom Mischer, der den Ball aus der Luft kurz ableitet. Mischer kommt nochmal ein bisschen an zum, 7 zu 9 aus Sicht vom Mischer. Ah. Da verwischt er ihn. Ja, das war nicht so gut gespielt vom Mischer. Der Ball Crosscourt übers Kreuz, aber relativ weit weg von der Seitenwand. Und er konnte quasi aussuchen, wo die anschlagen. Ja, und hat einfach die Schläger ausfahren. Jetzt haben wir Satzball, Jens Schor. Wiederholung geben. Sieht der Schiedsrichter auch, so klassische Behinderung zwischen den beiden Spielern. Aber wer schon etwas Quosch geschaut hat, auch 7-10 ist noch nicht entschieden. Zu schnell sind nämlich 2-3 Punkte weg und das Momentum natürlich dann auch. Vor allem auf diesem Niveau. Jetzt geht es blitzschnell. Wobei Schor, muss man sagen, Schor eigentlich grundsätzlich kontrolliert. Da hat er jetzt aber schön können ins Leere laufen. Ja. Schor hat das nicht ganz so gesehen, hat sich für die vorderen rechte Ecke entschieden. Mischer hat das geschmeckt, spielt den Ball lang. 8 zu 10. Wenn er jetzt diesen Punkt auch noch holen kann, dann könnte das Moment noch kippen, respektive dann wird der Druck etwas höher, wenn man 7-10 führt. Und vor allem der ganze Satz, der immer mit 3-4 Punkten ja voraus war. Oh, fantastisch von Mischer, wo der Ball da mit dem Handgelenk noch überhebelt. Und da jetzt haben ist genau die Situation 9 zu 10. Immer noch ein Satzball für den Schor, aber das sollte dem Mischer jetzt ein bisschen Auftrieb geben. Jetzt werden wir sehen, er hat probiert da den Schor zu verwischen mit einem Aufschlag in den Rücken. Oh, da hat er aber verwischt. 11 zu 9. Der Mischer wahrscheinlich ein bisschen ärgern. Da hätte er mehr daraus machen können. Der letzte Punkt hat er ein bisschen Schade begeben aus seiner Sicht.
Aber lustig, Miescher ist ein Typ, man sieht nie eine Reaktion bei ihm. Immer, wir haben das Gefühl, er ist fast noch fröhlich zum Court ausgelaufen. Wir haben nie das Gefühl, dass er jetzt sich jetzt ärgern müsste oder so. Ja, ich glaube, das täuscht. Er ist halt einfach ein Spieler. Wir haben ja verschiedene Spielertypen schon gesehen, die eher introvertiert sind und sich auf die Sache konzentrieren und nicht so viele Emotionen zeigen. Das gibt es, was wir jetzt hier sehen, das ist das Coaching. Der Roger Baumann, der Teamkollege von Jens Schor, der ihm hier in der Pause mit Rat zur Seite steht. Allzu viel wird er ihm wahrscheinlich nicht müssen sagen. Schor hat das Spiel mehrheitlich kontrolliert. Aber ja, die letzten Punkte im letzten Satz sind natürlich nicht nötig gewesen. Also hätte das noch souveräner durchziehen können. Jetzt werden wir sehen, wie der zweite Satz. Gerade auch wieder der Start wird wieder sehr entscheidend sein. Eigentlich muss man sagen, hat er den Satz nicht am Schluss verloren, sondern am Anfang vom Satz, wo er nicht grad, am Anfang gerade einfach die Punkte gehen lassen. Ja, Schor ist sicher besser gestartet. Sind der Favoritenrolle in dem Sinne auch gerecht worden. Aber der Mischer hat einen guten ersten Satz gezeigt und mit ein bisschen Wettkampfglück. Schor geht auch wieder zurück in den Court. Wäre vielleicht noch mehr drin gelegen. Jetzt werden wir sehen, was passiert. Die beiden Spieler haben im Rahmen der Übertragung 2 Minuten Zeit. Zwischen den Sätzen, genau. Und wie gesagt, wie wir jetzt gerade gesehen haben, man darf gecoacht werden. Und wir starten zum zweiten Satz. 1-0 in den Satz für den Jens Schor. Schor im grauen Tönni, der jetzt serviert. Gegen den Miescher im weiß-blauen Shirt von Pilatus Kriens. Vielleicht mal noch gerade ein Wort zu Pilatus Kriens. Die treten immer nur mit eigenen Spielern an. Und wie alle anderen Kriens-Teams auch, sind ja gesamthaft 3 Teams von Kriens richtig in der Nazi A. Jens Schor geht da mit dem ersten Punkt in Führung. So gesehen geht eigentlich die Rechnung auf von Kriens, die sagt, für uns ist das sensationell, wenn die anderen Teams Ausländer bringen, dann haben wir starke Gegner. Ja, das ist ja das, was der Benny Fischer die letzte Übertragung gesagt hat. Es ist eigentlich eine Ehre, wenn man sieht, dass die anderen Teams sich verstärken und sie nur mit Homegrown, also einheimischen Spielern, 3 konkurrenzfähige Mannschaften stellen und das verdient sicher Anerkennung. Pilatus Kriens jetzt, wir haben es häufiger schon erwähnt, von diesen 3 Krienzer-Teams, die am Start geschickt werden aus der Innerschweiz, sicher das stärkste Team. Mit dem Nummer 3 und dem Nummer 4 von der Schweiz als Leadspieler. Und was man natürlich auch muss sagen, durch das, dass die Teams nicht so viele internationale Turniere spielen, sind sie auch stabiler über die Saison, weil sie immer mit allen, mit ihren besten Leuten antreten können. Ja, es gibt natürlich auch bei den Krienzer Mannschaften viele Spieler, die auf der Tour spielen. Aber durch das, dass sie so viele Junioren haben, die auch nachrücken, können sie tendenziell auch mal einen Ausfall gut wegstecken. Also sie sind einfach wirklich breit aufgestellt, haben vor allem einfach sehr viele Junge, die immer wieder neu nachrücken. Das ist ein Let gegeben worden, also der Ball wird wiederholt, das war kein Punkt gewesen. Immer noch 2-0 für den Jens Schor, der den Satz wieder eigentlich gut angefangen hat. Das wird einen Punkt geben für den Schor, ja. Sogenanntes Ballern. Da hat der Mischer sich jetzt eingesperrt, indem er einen schlechten Ball gespielt hat. Der Schor hätte einen gewinnbringenden Schlag anbringen können, wenn der Mischer ihm nicht im Weg gestanden wäre. Darum ist es ein Punkt für den Schor. Er muss das Spiel aus Sicherheitsgründen unterbrechen und der Schiedsrichter wird ihm dann den Punkt zugestehen. So ist es auch passiert. Es ist gerade oft, wenn man sieht, jetzt die Bälle, die genau in Ecken hineingehen, zwischen der Frontwand und der Seitenwand, die sind manchmal schwer zu berechnen, wie die wieder aus dem Ecken rauskommen. Ja, man muss aber da noch Einschränkungen machen. Also gerade Spieler auf dem Niveau mit dieser Erfahrung, die können relativ gut noch voraussehen, wo der Ball wird landen. Es kann natürlich durchaus, wie du richtig gesagt hast, mal einen Ball geben, der verspringt. Super geholt vom Schor, schöner Angriff von Mischer, der jetzt diesen Punkt macht. Ja. Mischer ist besser gestartet in diesem zweiten Satz. Erster Punkt für den Mischer, es ist 2-1, also aus Sicht von Mischer 1-2. Vielleicht noch zum Sagen, es ist parallel zu dem Spiel, ist immer das Nummer 3-Spiel und das Nummer 4-Spiel. In Kürze werden wir da sicher die Resultate überkommen.
so dass man dann mal schon eine kleine Zwischenbilanz kann ziehen kann. Da hat er ihn verwünscht. Meister will da Wiederholung, aber der Schiedsrichter sagt, den Ball hättest du nie erreichen können. Das finde ich auch so. Darum wird da keine Wiederholung stattfinden. Der Schor holt den Punkt und geht mit 3-2 in Führung. Schöner Angriff von Miescher. Und der geht aufs Lättli. Was haben Sie zu diskutieren? Ich bin nicht sicher, ob der Schor fragt, ob es Kontakt gegeben hat. Auf jeden Fall, der Punkt geht an Patrick Miescher. Definitiv, ja. 2-3. Ja, da steht er quasi im Schuss rein. Richtig, und genau darum gibt der Schiedsrichter das Ball an. Punkt für den Miescher. 3-3. Ah, schöner Angriff vom Schor. Miescher steht da überhaupt nicht parat, hat das nicht erwartet. 4-3. Unsere Einblendung folgt. Ist das ein kleiner Weckruf an Schor, dass es plötzlich mal unentschieden war? Ja, das nimmt er sicher wahr. Ich glaube aber, wenn mich nicht täuscht, ist jetzt schon 6-3. Ich glaube, vorher war es 5-3. Ah, sorry. Dann war also nie Ausgleich, dann war es 4-3, das Beste aus Sicht des Miescher. Schön, das ist mehrfach schon, der Schor verrührt noch die Hand. Der Miescher hat jetzt schon ein paar Mal auf der Rückhandseite mit einem flachen Cross über das Kreuz Punkt gebucht. Der Schor sieht die anscheinend nicht ganz so gut. 4-6. Schöner Lob vom Schor. Das wird er wiederholt geben wahrscheinlich. Das war nur ein Led, also er hätte eigentlich noch schlagen können. Er hätte den Ball erreichen können, aber der Schlag unterbrochen, weil er nicht sicher war, ob er den Gegner treffen könnte. Das war ein bisschen unsauber gespielt von Miescher, der am Schor dann weiteren Punkt zugesteht. Für den Miescher ist natürlich klar, bei 11 zu vergehenen Punkte auf dem Niveau, wo der Gegner eher noch stärker einzuschätzen ist, dann kann er sich natürlich fast nichts erlauben. Die Marge ist sehr gering. Und wenn er dann, so wie im ersten Satz, dann vielleicht will, können profitieren von ein paar Fehlern vom Schor, dann mag es natürlich auf seiner Seite gar nicht leiden. Sehr schön abgeschlossen vom Schor. Mir spielt ihn da ein bisschen auf den Schläger. Mit 9-4 nähern wir uns. Am Ende des zweiten Satz werden wir sehen, ob der Miescher wieder eine Aufholjagd starten kann. Das ist schwierig werden. Ich habe das Gefühl, irgendwie, es fehlt ein bisschen der Pfeffer im Spiel. Also nicht, dass der Miescher da zu wenig Biss zeigen würde, aber der Schor kontrolliert das doch sehr souverän. Und man hat das Gefühl, dass die schlechteste Lösung, die er hätte machen können. Er hat gerade auf Kille gespielt. Wäre eigentlich in einer guten Position. Hätte etwas daraus machen können. Ja, jetzt haben wir 6 Satzbau. Das haben wir gerade bis jetzt noch nicht erlebt. He? 6 Satzbälle abgewehrt. Also ich habe es wahrscheinlich irgendwann schon erlebt, aber heute nicht. Heute nicht, ja. Aber gleich würde es natürlich an Patrick Miescher gut tun, weil wir dann am Punkt 2 machen. Ah ja, und Schor kann sich da jetzt auch erlauben, am Ball risikohaft zu spielen. Zu tief zu schlagen, ja. Immer noch 5 Satzbälle. Das Resultat ist, glaube ich, 5-10.
Aber grundsätzlich ein Spiel, muss ich ehrlich sagen, mit einem rechten Unterhaltungswert. Ja, das Niveau ist sehr gut. Niveau ist sehr gut. Und schön abgeschlossen vom Schor. Nein, ich korrigiere mich, da habe ich vorher noch etwas erzählt. Jetzt ist es 10-5, jetzt sind es 5 Satzbälle. Nochmal zurück zu dem, was ich vorher gesagt habe. Eben, man sieht das Spiel, es ist ansprechend, es ist unterhaltsam, aber man hat nicht wirklich das Gefühl, dass die Kontrolle am Schor aus den Händen gleiten könnte. Wie siehst du das? Ja. Nein, sehe ich auch so. Wie wir am Anfang gesagt haben, ist immer ein Quäntchen früher dran. Immer, es ist wenig, aber kontinuierlich. Ja. Und das führt nachher dazu, dass man in diesem Satz, auch wenn es jetzt 6-10 ist, wahrscheinlich relativ... Und der Miescher jetzt vielleicht in so einer Situation, kann er das Momentum eben nicht, weil er nicht so euphorisch ist, kann er nicht plötzlich auf sich umreißen. Ja. Was vielleicht ein Spieler, der mit mehr Emotionen spielt, vielleicht noch eher mal anbringt, Emotionen auch beim, natürlich beim Gegner zu wecken. Ja, vielleicht, ja. Und die Emotionen ist immer so eine Sache. Die Spielertypen sind so unterschiedlich. Das kann auch sehr konzentrationsstörend sein, wenn man sich nicht gewöhnt ist, umzurufen oder sich zu pushen. Jetzt haben wir vorher eine interessante Situation gesehen. Ich glaube, der Schor hat eine Wiederholung gewählt, aber der Schiedsrichter hat ihm die nicht zugestanden. Und das wäre der Satz Nummer 2 gewesen. Also grundsätzlich können wir sagen, ist das Spiel eigentlich dort, wo wir es erwartet haben? Ja, das ist so. Absolut. Und wir können uns auf den dritten Satz freuen. Wir gehen zurück in die Werbung. So, wir sind pünktlich wieder zurück zum Spiel vom Patrick Miescher gegen den Jens Schor. Die ersten zwei Sätze sind gespielt. Es ist 2-0 für den Jens Schor von Vaduz. Und das Spiel geht im dritten Satz wieder los mit Aufschlag Jens Schor. Jens Schor immer noch im grauen Shirt serviert gegen den Patrick Miescher mit den blauen Hosen. Ja, was erwartet uns jetzt im dritten Satz? Miescher hat gut gespielt, das Niveau auf dem Match, wie wir vorher gesagt haben, ist gut, aber ist jetzt im zweiten Satz relativ weit von einem Satzgewinn weg gewesen. Nicht grosse Chancen gehabt, macht es da allerdings den ersten Punkt, weil der Ball so tight an der Seitenwand ist, dass der Schor ihn nicht trifft. Miescher müsste irgendwie noch probieren, einen Zacken zuzulegen, sonst wird es sehr schwierig. Und der Schor... Oder einen Schor einen Zacken rausnehmen. Oder einen Schor einen Zacken rausnehmen, ja, je nachdem. Was wir aber sonst nicht können erwarten vor ihm. Weihnachten ist vorbei. Weihnachten ist vorbei. wenn man die beiden Spieler anschaut, das trennen sie fast 100 Plätze in der Weltrangliste. Das sieht man vielleicht im einzelnen Ballwechsel nicht. Auch die Zuschauer zu Hause, das ist vielleicht nicht ganz offensichtlich, aber halt die Konstanz von der Ballwechsel hat man jedenfalls in den ersten zwei Sätzen gesehen, dass der Schor nicht umsonst 62 von der Welt ist. Miescher gewinnt jetzt da die ersten zwei Punkte. Vom Schor. Damit wieder Ausgleich zum 2-2. Das wird ein Ballon geben, ja. Er steht ihm quasi im Schläger rein, er kann gar nicht. Richtig, und der Schor hätte einen gewinnbringenden Schlag hineinbringen. Immer das ist das Kriterium zusätzlich. Also ein gewinnbringender Schlag, das muss ich mal vielleicht noch erklären. Das heisst aber nicht, dass er den Punkt gemacht hat. Also potenziell ja, ein gewinnbringender Schlag. Er hätte können einen punktbringenden Schlag anbringen. Okay. Da hat es eine kurze Interferenz, respektive eine Berührung gegeben. Ja, es gewusst nicht etwas für... Nein, sag es jetzt nicht, das Wort. Nein, es ist grundsätzlich absolut ein kontaktloser Sport, aber... Es kann halt immer zu Stau auf dem Court kommen, also dass man sich gegenübersteht. Das ist nicht wie im Tennis, wo man den Gegner immer nur vom Netz gegenüber kann abschiessen. Abschiessen, ja. Was auch nicht angenehm ist, so einen Squashball vollgeschlagen, so als Wettlianen, gibt auch schöne Abdrücke. Ja, das zieht. Das zieht sehr fest. Und, es ist jetzt gerade... Im Moment ein internationales Turnier in New York. Da dreht er sich. Ja, es ist richtig, das nicht. Wenn man sich dreht, ist die Regelung ein bisschen anders. Weil man sonst, es gibt da Spieler, die die Regeln dann probieren auszunutzen. Wenn man zum Beispiel nach einem Aufschlag sich einfach dreht, dann hat man automatisch den Gegner
im Weg irgendwie. Also ist eigentlich selber für das verantwortlich. Also wenn man sich dreht, ist es eine andere Ausgangssituation, als wenn man sich natürlich auf den Ball bewegt. Jetzt in der Situation vorher hat der Schor keine andere Wahl gehabt. Aber es ist ermessen vom Schiedsrichter. Das ist natürlich jedes Mal grundsätzlich, ja. Ah, Schor, da in der Luft. Leitet den Ball ab. Relativ klar. 6-2 für den Schor. Nochmal zurück zu dem Wedli, wo du gesagt hast, es hat am Wochenende jetzt Match in New York am grossen internationalen Turnier und dort ist auch ein Spieler getroffen worden von dem Ball, nicht am Wedli, ein bisschen weiter oben seitwärts vom Knie. Ja. Und hat dann sogar ein Medical Timeout verlangt. Okay. Das Medical Timeout, also eine Viertelstunde Pause. Hat aber auch können weiterspielen. Ist also in dem Fall vielleicht auch nur ein bisschen müde gewesen. Das hast du jetzt gesagt. Also wir sind da auf jeden Fall nicht müde und nicht... Vielleicht ist der Meister müde, ich weiß es nicht. Es steht 2-7. Hat er den Match in dem Sinn schon abgeschrieben? Ich denke es nicht, aber es ist natürlich ist einfach schwierig. Und jetzt den Punkt muss er machen. Ah, schade. Wäre jetzt eigentlich wären 2-3 Ballwechsel am Drücker gewesen und kann sie nicht machen und verliert jetzt trotzdem noch den Punkt. Ja, der Schor ist natürlich mit seiner Athletik genug parat, die Bälle abzudecken, auch mal einen kurzen Gegendruck vom Miescher im Keim zu ersticken und gegen zu pushen. Aus Sicht von Jens Schor. Er spielt jetzt aber einen Ball tief und damit ist es 3-8 aus Sicht von Patrick Miescher. Jetzt haben wir auch sehr schön gesehen, wie der Schor merkt, wo der Gegner ist, kann ihn dann rundherum schicken. Miescher muss viel laufen, auch um den Gegner herumlaufen. Das wird ein Stopp angeben. Nein, er schickt ihn wieder lang. Mischer sieht es. Ich kann nur noch über die Rückwand zurück. Und jetzt ist es einmal zu viel gewesen. Die Bälle an die Rückwand hin, quasi als erster Rückwand. Und diese nachher fast immer einen hohen Bogen führen an die Frontwand geht. Notlösung. Absolute Notlösung. Das sieht vielleicht spektakulär aus im ersten Moment für jemanden, der nicht so viel Erfahrung auf dem Platz hat. Aber im Effekt da hat man so viel Zeit und der Ball, wenn er nicht irgendwie knapp über das Lädchen auftrifft, ist auch noch sehr hoch. Beim Aufschlagspunkt an der Frontwand ist ein Penalty nachher für den Gegner. Ein Punkt für den Patrick Miescher zum 4-9. Ah, er steht dann am Ball. Schor greift zwar. Ah, aber er hat es durchschaut, der Patrick Miescher? Ja, er steht eigentlich dort und der Ball war auch nicht so gut gewesen, dass man jetzt müsste sagen. Er müsste mit dem Tief schlagen. Ja. Damit haben wir 6 Matchbälle. Der Jens Schor kann jetzt natürlich einiges wagen. Macht aber und schon beim ersten Punkt. Damit ein klarer 3-0-Sieg für den Jens Schor. Ja, wir das gesehen haben. Unterhaltend haben wir so können warten. Haben wir so können erwarten. Und für uns natürlich spannend, einen Spitzenspieler von dieser Klasse zu sehen. Top 60 von der Welt. Wir gehen raus in die Werbung und kommen nachher zurück mit einem Interview. Bei mir ist jetzt Patrick Miescher, der für Pilatus Kriens am heutigen Abend im Einsatz gestanden ist. Patrick, ein undankbarer Gegner. Wir sind euch ja schon häufig gegenüber gestanden. Wie siehst du das? Im ersten Satz hättest du fast noch in die Verlängerung können. Was ist der Unterschied zwischen euch beiden? Was macht es noch aus, dass er jetzt 4-mal gewonnen hat hintereinander? Ja, der Jens ist sicher ein sehr guter Spieler. Sehr ein fairer Spieler. Also ich spiele immer gerne gegen ihn. Und er ist halt einfach extrem... extrem gute Breite gehabt bei den Längen. Also er hat alles sehr neu an die Wand gespielt. Dadurch habe ich ihm ein bisschen Bälle in die Mitte gespielt, die er noch gut verwerten konnte. Und auch körperlich ist er stark und
hat sehr viel Gefühl vorne und konnte mich darum recht gut bewegen. Und da bin ich müde worden gegen Schluss. Und darum hat er gewonnen, denke ich. Ja. Du hast sein präzises Spiel angesprochen, uns ist auffallen. Er kontrolliert das sehr souverän. Es hat aber nicht wirklich ausgesehen, als wäre ein Klassenunterschied da zwischen euch. Was sagst du zu deiner Fehlerquote? Ist das vielleicht auch ein Punkt gewesen? Ich habe es gefunden, heute habe ich schon ziemlich viele Fehler gemacht. Er tut halt sehr viel Druck auf einen ausüben, was dann auch zu mehr Fehlern führt. Aber ich muss definitiv an der Konzentration und mental noch ein bisschen daran arbeiten, die Fehlerquote noch zu reduzieren, um gegen so gute Spieler zu gewinnen am Schluss. Ja. Jetzt eine Frage zu deiner Karriere oder respektive Saison, jetzt sind wir im neuen Jahr. Was sind so deine Highlights oder deine Ziele, die jetzt noch bis zum Sommer, wo ja dann wieder Pause ist in der Squash-Saison, was hast du noch für Highlights vor dir? Jetzt wird dann bei uns daheim im Center in Kriens gibt's drei PSA-Turniere. Das sind internationale Turniere. Und ich freue mich sehr auf die und werde mich auf die vorbereiten, sicher. Und abgesehen von dem ist die Schweizer Meisterschaft, Herren. Und hoffentlich schaffe ich es nochmal an die Team-EM mitzugehen. Das sind so die grössten Ziele, die ich mich darauf vorbereiten werde. Ja. Ein ereignisreiches Jahr vor dir. Wir wünschen alles Gute. Merci vielmals. Das war also das Interview bei Dominik Benkow, Patrick Miescher. Wir kommen zu der Übersicht. Es sind bereits drei Partien gespielt. Zuoberst oben das Spiel, das wir gerade gesehen haben, Patrick Miescher, der 0-3 verliert gegen Jens Schor. Die Begegnung von der Nummer, jeweils Nummer 3 gegen das Nummer 3 ist auch 3-0 ausgegangen, aber andersrum für Pilatus Kriens. Und auch der letzte Match, Amadeo Costa gegen den Patrick Meier, ist 3-1 ausgegangen. Damit müsste jetzt eigentlich der Roger Baumann das Spiel gegen den Benjamin Fischer gewinnen, damit man noch ein Unentschieden erreicht. Bei einem Unentschieden kommt jede Mannschaft mal sicher einen Punkt über. Und wenn die Mannschaft, die mehr Sätze gewonnen hat, die kommt dann noch einen extra Punkt über. Genau, also in dieser Ausgangslage jetzt ist Roger Baumann natürlich unter Druck. Und wenn er es nicht schafft, da zu gewinnen, dann ist der 3 Punkte für Kriens gebrochen. Jetzt sind wir aber eigentlich ehrlich. Und Benjamin Fischer ist Nummer 4 von der Schweiz. Und Roger Baumann ist Nummer 14. Das wird aber schwierig. Ja, das wird schwierig. Also, wir würden da wahrscheinlich jetzt wirklich von einer grossen Überraschung müssen reden, sollte der Roger Baumann das Spiel gewinnen. Aber man weiß nie, es kann alles passieren. Darum machen wir Sport. Darum machen wir Sport und darum freuen wir uns jetzt auf die zweite Begegnung. Sie tun jetzt gerade noch im Hintergrund, hinter der Einblendung hat man gesehen, wie sie ausgemacht haben, wer den Aufschlag überkommt. Den haben wir leider noch nicht mitbekommen, werden wir aber in Kürze sehen. Aufschlag ja nicht so eine wichtige Waffe wie zum Beispiel im Tennis, im Squash. Ja, hat eigentlich nicht so eine grosse Bedeutung, auch am Anfang, wer zuerst serviert, das wechselt ja sofort. Ist es dann so, dass kann man auch wählen, auf welcher Seite dass man anfängt aufschlagen? Ja, richtig. Also ich kann jetzt hinkommen und sagen, ich schlage links auf. Wenn du den Aufschlag gewinnst, okay. Bei diesem Glücksspiel, also das ist meistens ein Emblem oder eine Marke am Schlägerkopf, wo man dann dreht und dann sieht man, ob es im Kopf steht oder richtig. Wer weiß, ob es und dann kann der Spieler, der die Wahl gewinnt, entscheiden. Es sieht so aus, als wäre das der Fischer, der Benny Fischer. Er wird wahrscheinlich von rechts servieren. Das sehe ich eigentlich ganz selten, dass mal einer von links anfängt. Ja. In dem Fall hat Roger Baumann die Ausmachung gewonnen. Wir sind aber immer noch nicht sicher. Nein. Aber jetzt sind wir langsam sicher. Ich hoffe, dass es nicht das Spannendste an diesem Spiel war. Das glaube ich nicht. Roger Baumann in Grau serviert gegen Benny Fischer in Weiss. Erster Satz. 0 beide. Vielleicht gerade zu dieser Rückhandthematik, wieso sucht man eigentlich die Rückhand vom Gegner? Grundsätzlich sind Spieler auf der Rückhand meistens ein bisschen schwächer. Es gibt Ausnahmen, aber so in der Tendenz. Der Ball ist über das Lättli weit ins Aus gegangen, kommt da wieder zurück von einem Nebencourt. Vielleicht noch schnell zum Ball.
Die meisten kennen den Squashball eigentlich als so bläulich. Oder schwarz, ja. Oder schwarz. Wir haben hier einen weißen Ball. Ja, das ist, weil wir vom Fernsehen sind. Genau. Jetzt, was du sagst. Nein, der Ball ist nicht anders in seinen Eigenschaften wie ein schwarzer Ball. Aber es ist tatsächlich so, dass man ihn auf dem Glascourt besser sieht und darum eine weiß gefärbte Spielkugel braucht. Das Geheimnis, warum das der so fest springt, fragt sich vielleicht der ein oder andere Zuschauer, der sagt, ja, ich habe schon mal so ein Squashball in der Hand. Der kommt ja gar nicht. Das ist, er muss erhitzt werden. Wenn der Ball nicht heiß ist, dann springt er praktisch nicht. Darum ist auch das Einspielen vor dem Spiel, das wir nämlich gesehen haben, so wichtig. Dass der Ball auf eine Betriebstemperatur kommt. Das heisst, kann da die ersten Punkte machen. Das heisst also, dass wenn man Amateur ist, sollte man irgendwie wie einen Wärmesocken mitnehmen, dann bleibt er immer schön warm. Wie stellt man sich das vor? Ja, also, wenn man jetzt wirklich Amateur ist, es gibt Bälle, die sich schneller erhitzen, respektive von der Gummimischung her mehr springen. Und da ist es dann kein Problem. Da muss man nicht wahnsinnig viel und wahnsinnig hart auf den Ball schlagen, bis er einigermaßen springt. Das ist nicht so das Problem. Da haben wir das umgekehrte Bild von vorher. Der Mann von Pilatus Kriens dominiert und nimmt da mehrheitlich die Mitte vom Platz ein, den sogenannten T. Ah, schön geschickt. Fischer hebt den Schläger kurz verzögert, einen Augenblick und leitet ihn gerade ab. Der Roger Baumann eher ein grösserer Spieler. Wie ist das eigentlich mit der Größe des Spielers? Wie wirkt sich das aufs Spiel aus? Ja, es ist halt immer ein Kompromiss. Beides Vor- und Nachteil. Grundsätzlich ist Größe eigentlich ein Vorteil im Squash, weil man mit sehr wenig Schritt viel abdecken kann. Und jetzt gerade aus der Mitte des Tee, wo die beiden Spieler nach jedem Schlag wieder rangehen, mit einem Schritt praktisch die ganze Spannung abdeckt. Auf der anderen Seite hat man natürlich einen Vorteil als kleiner gewachsener Spieler, dass man agiler ist und schneller wendet. Wenn man das jetzt gerade gesehen hat, dann ist jetzt nicht sehr agil und nicht sehr schnell zum Ball gewesen. Es kann ab und zu mal geben, ja, dass man im falschen Rhythmus, dass man im falschen Start beistellt. Genau, aber grundsätzlich hast du natürlich absolut recht. Das ist sicher auch etwas, was der Fischer wird probieren. Immer wieder mal tiefen Richtungswechsel einstreuen. Das haben Spieler, die gross gewachsen sind, nicht so gerne, weil sie dann relativ weit runter müssen. Den Ball ausgraben. Und jetzt hat er dann schon fast dort, aber jetzt hat Baumann können reagieren. Baumann in der Defensive macht das jetzt gut. Ah, der. Keine Chance, sehr gut gemacht vom Fischer. Sogenannter Low Kill über das Kreuz vom Platz. Cross Court. Ja, Baumann muss da probieren, den Fischer ein bisschen mehr aus der Mitte vom Platz zu bringen. Ist da wirklich stark immer am reagieren. Befreit sich da jetzt aber mit ein paar Höhen. Der Ball sehr gut. Der Ball ist tief gegangen. Ja, der Baumann steht da ein bisschen im Wind. Von Benjamin Fischer. Bereits 6 zu 1. Der Ball allerdings zu tief vom Fischer. Gibt dem Baumann ein bisschen Luft. Im Head-to-Head im Schweizer Ranking führt der Fischer 3 zu 0. Also der Baumann hat noch nie können als Sieger vom Platz gehen. Führen. Mit Gefühl geht er da kurz seine Rückhand. Vielleicht unkonventionell, wenn man es anschaut, aber er hat durchaus ein gutes Gefühl, ein gutes Handy. Da allerdings ist er zu langsam mit dem Schläger. Fischer macht den nächsten Punkt. Der Baumann schaut ein bisschen ungläubig in die Luft raus. Baumann ist ein Spieler, der schon lange für den Squash Club Vaduz spielt und hat auch schon zweimal mit dem Squash Club Vaduz eine Schweizer Meisterschaft gewinnen. Hat also viel Erfahrung im Interclub. Sehr schöner Stopp jetzt hier. 3 zu 7 aus Sicht von Baumann.
Der Ball allerdings tief, ein bisschen unsauber. Schöner Stoppball vom Fischer. Ja, der erste Satz ist ein bisschen einseitig im Moment. Zu 3, Benjamin Fischer. Du hast die Ranking-Situation angesprochen. Es ist 4 gegen 14 vor ein paar Jahren. Der Ball ist out. Vor ein paar Jahren wäre der Unterschied wahrscheinlich noch nicht so gross gewesen. Der Fischer, Entschuldigung, der Baumann ist vor ein paar Jahren mal Sechster geworden an der Schweizer Einzelmeisterschaft. Also, er kann gut squashen. Oh, der Ball ist tot. Der rollt nun noch aus dem Ecken raus, aus dem sogenannten Eck. Und der erste Satz.